Hallo, hier ist der Gusor wieder. Ich bin jetzt wieder mal im zweiten Account und will wieder mal ein bisschen was Gold an den Start bringen. Ist gar nicht so verkehrt, aber ich habe ja nur die Dreier Drachen. Kennt da ja, hat Problemchen. Und da suche ich mir gerne dann nochmal eine Base aus, die dann noch schlechter ist. In Kristall geht es eigentlich momentan. Also ich bin ja Kristall 3, glaube ich, ist das. Und da, also da ist das ganz nett. Guck mal, hier haben wir fast 400k Gold. Ah, und die Minen sind auch jetzt nicht so leer, aber nicht, auch nicht so extremst voll. Dann gehen wir mal von. Die sind so und so ist auch die Luftabwehr verteilt. Ich gehe mal von einer Flanke komplett rein. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Und hier. Das war den. Mal gucken, was wir in der CB haben. Das könnten wir eventuell zum Clearen hier unten verwenden. Dass da auch noch ein bisschen was bei rumkommt. So, und jetzt, wenn die Dragos hier drin sind, dann sollen die sich hier mal ein bisschen abstrampeln. Einwandfrei, jo, passt. Die zweite Luftabwehr ist down. Die wird es eventuell nicht mehr. Na, vielleicht kann sich der King durcharbeiten. Aber das wäre ziemlich geil, wenn das Rathaus fällt. Genau, da gibt es dann nämlich nochmal schön Loot. Einwandfrei. So, und jetzt der King hier noch. Aber das wird nichts mehr hier. Aber war doch so ganz nett. Passt. Hier eventuell noch ein bisschen was. Ja, genau. Für mehr reicht es hier nicht mehr. Ich denke mal, da kriegen die Drachen hier oben zu viel ab. Aber hier haben wir immer noch drei. Mal schauen, wenn das Lager noch weggeht, das wäre natürlich ziemlich geil. Das wäre jetzt ja sehr geil. Cool. Ah, eine doppelte, also beziehungsweise eine einfache, die ja dann aber auf mehrere wirkt. Na, läuft. 21 noch. Ja, cool. Also wie gesagt, ich bin ja immer wieder von den Drachen begeistert, wo ich dann denke, ja, schaffe ich das so gerade so und dann bam, sitzt man dann echt noch da. Passt. Das ist doch ein richtig geiler Loot auf jeden Fall. Die 40.000 noch zusätzlich im Bonus, das macht doch Spaß. So gehen dann auch wirklich die Mauern wieder weiter, weil wie gesagt, ich war ja echt eine richtig, richtig lange Zeit wirklich inaktiv, dass ich gesagt habe, also mit dem Account zumindest. Dass ich halt wirklich gesagt habe, ey komm, Wochenende ja eh nicht, das ist ja klar, da sieht er ja bei dem Account halt wirklich gar nichts. Und auch im Urlaub habe ich ja dann echt komplett alle Viere gerade sein lassen mit dem Account, weil ich mir echt gesagt habe, komm, ich zock schon mit dem anderen so doll. Das muss ja noch nicht sein. Ja, dachte ich auch. Wo der Stream ist, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, weil Lichtle mir extra noch Bescheid gegeben hat, ah ja, hier wollen wir streamen. Ich sage, ja klar. Und dann steht man da. Achso, noch was. Ich wollte unbedingt dann hier die Schweine werde ich dir dann erstmal als nächstes machen. Und dann danach die Walküre. Und dann bin ich auch schon bald mit dem Account durch. Aber wie gesagt, CW-mäßig. Gucken wir mal. Werden die nicht so easy werden? Ich denke mal, vielleicht werde ich den ersten nicht mal angreifen. Oh, der hat schön seine. Sein Town Hall draußen. Aber trotzdem. Na, für die Drachen. Mal gucken. Da werde ich mich überraschen lassen. Ich wechsle mal wieder den Account und ich switche euch dann gleich wieder dazu. So, dann suchen wir mal ein bisschen, ob wir mit meiner Queen auch wieder was kriegen. Ich habe jetzt wieder einen Boost drinne. Und. Bin da ganz gespannt, was da geht. Ich meine, haut man natürlich auch wieder ordentlich Gems raus. Aber wie gesagt, sonst komme ich auch nicht dazu. Und wenn ich halt wirklich am Angreifen bin, beziehungsweise dann halt wirklich hier am Aufnehmen bin, dann lohnt sich es halt doch schon mal wirklich einen Boost reinzuknacken. Sonst, ja, schafft man so wenig. Wenn die Queen halt wirklich mal down geht, schade. Dann habe ich irgendwie in einer Stunde einen Angriff gemacht. Na toll. Ja, hier in 11 Kappa und der gibt sogar noch ein bisschen was an Loot. Der gibt sogar einiges an Loot. Und ich würde sagen, ich gehe direkt von hier aus rein.
Aber nee, ich gehe von hier aus, weil hier halt die Luftabwehr. Jetzt gucke ich noch mal kurz, wo ist der Luftfeger? Einwandfrei. Dann gehe ich von hier aus. So, gucken wir mal. Haben wir hier. Das war ja fast zu einfach. Schauen wir mal. So, Minenwerfer ist schon durch die Queen getriggert, beziehungsweise der wird halt schon. Ah, schade. Der hat halt schon die Queen anvisiert. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt wird es langsam interessant. Auch für die Queen selber. Und ich müsste jetzt langsam im Bereich der CB sein. Hier wird da garantiert noch eine Bombe sitzen. Oh, das machen wir mal schnell hier weg. Das war halt wirklich nichts riskieren. So, bevor die jetzt hier rausläuft. Die alte Sau. Da sehe ich hier noch kommen. Ich mach mal die CB auch noch rein. Nicht, dass die mir halt wirklich dann sagt, ach, na ja, eigentlich möchte ich ja mal das alle draußen hier. Die rennt mir eh schon zu weit rum. Hallöchen. Die ist schon einmal rundherum gerannt. Das ist schon ganz schön krass. 1, 2, 3. Oh, dahin. Genau, lauft dahin. Freut euch. Geht kaputt. Also klar, ich meine, die Mauerbrecher sollen ja halt wirklich mal kaputt gehen. Aber hier kämpft sie schön mit der Mauer. Ah, ich denke mal, das wären schön ordentliche Prozente. Ich würde mal sagen, 80 könnten das werden. So. No need to drop a rage spell, würde ich mal sagen. Oh, wie ich mich früher mal gefreut habe. Oh, cool, dunkles, dunkles, dunkles. Aber es ist halt echt so. Ah, soll ich hier den. Nee, den Giftspell haue ich dafür nicht raus. Alter, krass. Die Bogis sind da immer noch am Start. Übel. So. Rathaus down. Einwandfrei. Ah, jetzt hier mit dem Luftfeger muss man wirklich gucken. Einwandfrei, Luftabwehr weg. Ja, jetzt natürlich die obligatorische Clanburg. Und jetzt seht ihr das wieder. Luftfeger und zack. Das ist halt wirklich nur dieser kleine Luftfeger. Der da halt echt was reißt. Na, aber auf 70% komme ich. Auf na, 75 vielleicht sogar noch. Nee, nicht mehr ganz. Oh, schön noch das Goldlager mitnehmen. Na, einwandfrei. Ja, super toll. 7 Pokale, würde ich sagen. Müssten das sein? Jo. Super geiler Loot. Zusätzlich schön Liga-Bonus. Einwandfrei. Aber wie gesagt, ich erwische mich halt immer wieder, dass ich sage, ah, naja, komm, Town Hall 10 kannst du doch angreifen. Ich meine, wie gesagt, so Champ 1 spätestens. Da komme ich nicht mehr dran vorbei. Dann wirklich auf dem Town Hall 9er zu suchen, ist, glaube ich, ein bisschen sehr krass. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich nicht mehr lohnt. Und da muss ich echt gucken. Schade, dass hier noch nicht eingezeigt wird, wie lange der Boost noch geht. Das könnten sie auch noch mal verändern. Das wäre gar nicht so verkehrt. Wollte bei 2 schon aufgeben. Hier würde ich sagen, sehr gut gesetzt. Halt wirklich außen, nicht direkt auf einen Punkt, sondern wirklich, das sieht man ja bei den meisten Go-Wipes, wirklich einmittig, dass der wirklich schön an die Ecke geht und dann 2 nochmal von der Seite.
Na, schade, der Sprung wurde gar nicht genutzt. Mal gucken, was die Queen, die macht sie sich, die kümmert sich erstmal um die Loons hier. Ja, und dann stellt die sich hin und macht nichts, ja. Die wird aber noch das Town Hall down kriegen. Und wir haben auch noch den Rage, der jetzt genutzt wird, genau. Aber der Sprung ist halt komplett für den Popo gewesen. Ja, und jetzt klar, schön mit der Mauer kämpfen, da ist natürlich dann Ende logisch. Ich hätte auch gedacht, ah, na, hier kommt ja nicht mehr viel, aber wie ich es in einem Video schon mal gezeigt habe, lasst weiterlaufen. Klar, wird ja nicht mehr viel kommen. Ja, und jetzt guckt mal, da ist die Mauer kaputt, hier können wir schön Loot machen und die X-Bows sind beschäftigt, Minenwerfer ebenfalls beschäftigt, einwandfrei. Und jetzt hier noch schön die gesamte Flanke. Guck mal, weil es ist ja immerhin auch nochmal. Guck mal, Golem ist noch dabei. Zwar auch nur noch klein, aber ist noch dabei. So, Pekka ist noch dabei, kann also noch richtig Schaden machen. Und hier draußen sind noch die Magier am Start. Richtig übel. Hex ist auch noch da, was will man mehr? Da ist noch ein ganzes Kommando. Damit greifen manche erst direkt an mit den Truppen. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist gleich der Punkt erreicht, wo halt wirklich nicht mehr viel Dev-Gebäude sind und dann kann man halt wirklich komplett abgrasen. Hier, ihr seht es ja selber, dann kann man sich Zeit lassen, beziehungsweise dann lassen sich die Truppen halt Zeit und schön alles nach und nach. So. Richtig, richtig krass. Hier noch richtig geil, schön dekadent, erstmal mit der Pekka raufgegangen auf die Sprungfalle. So, jetzt werden hier garantiert neue Skelette gespawnt. Genau, dann geht die Zeit weg. Aber das ist natürlich echt geil. Und da sage ich mir halt wirklich wieder, nicht zuvor abgebrochen. Richtig geil, Herbert. Richtig, richtig geil. Das war es dazu. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ja, mal gucken, was die Base sagt. Ich habe die CB dann halt eben auch wieder reingetan, weil ich die zuvor hier zu stehen hatte. Klar, mache ich jetzt nicht mehr, wenn ich hier so weit oben bin. Und ich hoffe, dass das was wird hier. Dass man halt wirklich dann die Skelette halt wirklich noch hat als, ja, als Schutz, weil die reißen dann doch nochmal teilweise was. Also bin ich schon der Meinung. Und dann gucken wir mal hier, wie gesagt, Doppelriesenbomben. Eventuell kommt ja mal ein Angriff mit Schweinen. Da sehe ich sonst immer ziemlich alt aus. Hoffen wir es mal. Das war's von mir. Bis dann. Ciao, ciao.